Lebst du in einer Matrix oder in welcher Matrix lebst du? Finde es jetzt heraus. Hallo, mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin. Ich verhelfe zu glücklichen Beziehungen und manchmal zeige ich auch neue Welten. Du kennst sicher den Film Matrix, wo Neo an einem Punkt in seinem Leben steht, wo er eine Entscheidung treffen muss. Und diesen Punkt, den haben wir ständig. Beziehungsweise diesen Punkt können wir auch schon überwunden haben, indem wir eine Entscheidung getroffen haben. Solange wir sie noch nicht getroffen haben, ist es möglich, dass du immer wieder an diesen Punkt kommst. Was bedeutet das? Er hat zwei Pillen zur Auswahl. Er hat die blaue Pille und alles bleibt und ist, wie es ist. Du hinterfragst nichts. Alles ist in dem System, so wie es nun mal ist. Du lebst ein Leben vermeintlich irgendwie zufrieden, aber eben nicht glücklich. Und du hast die rote Pille. Eine Welt, die mehr ist als das, was du vielleicht gerade noch siehst. Eine andere Welt, eine zweite Welt, die noch viel mehr ist, als du es dir vielleicht in diesem Moment vorstellen kannst. Diese Wahl kannst du für dich treffen. Und wie er auch in dem Film sagt, aber Neo, Vorsicht, wenn du die rote Pille nimmst, gibt es kein Zurück mehr. Und auch in meinen Beratungen habe ich eine Transformationsreise, in der du in dein Unterbewusstsein eintauchen kannst und deine neue Welt, deine eigene Welt entdecken kannst, in der du herausfinden kannst, wie viel mehr du eigentlich bist, als dir bisher klar ist. Du wirst eine andere Welt entdecken, eine andere Welt sehen. Und wenn du einmal diese Tür geöffnet hast, wenn du begonnen hast, dich selbst zu reflektieren, wenn du begonnen hast, zu hinterfragen, warum die Dinge wie sie sind, warum du aufhörst, andere verändern zu wollen oder für dein Glück verantwortlich machen zu wollen, sondern Selbstverantwortung übernimmst und schaust, welche Welt es noch gibt. Was macht man uns vor, ob in der Gesellschaft oder in den Medien? Wo beeinflusst du dich selbst durch unbewusste Verhaltensmuster? Und wo gibt es Dinge, von denen du momentan wahrscheinlich noch keine Ahnung hast? Ich habe mich schon vor einiger Zeit für die rote Pille entschieden. Und auch ich fand es sehr als merkwürdig und habe lange gebraucht, um das alles verstehen zu können. Ich kann es dir auch relativ schlecht erklären, aber wenn du dir viele Videos und Bücher anschaust, die dich selbst erklären, die dir Reflexionen geben, die dir andere Meinungen geben, wenn du etwas in den Politik und Medien hörst, dann schau dir Videos an, die ein anderes Meinungsbild geben und entscheide dich, für welche Richtung du dann deinen Glauben einsetzt. Glaubst du der blauen Pille? Oder glaubst du der roten Pille? Warum es sich lohnt, die rote Pille zu nehmen? Es macht es oft nicht einfacher, zugegebenermaßen, aber es gibt dir einen neuen Blick auf die Welt, die du einfach nie wieder missen möchtest. Es öffnet dir neue Tore, es öffnet dir Bewusstheit, es öffnet dir Verständnis für andere Menschen. Du weißt, wie diese ticken und du weißt, wie du tickst. Du weißt, was wirklich vor sich geht. Und du weißt und lernst, damit umzugehen. Es gibt dir Gelassenheit. Selbst wenn es draußen anfängt zu toben, hast du eine innere Gelassenheit und Ruhe, die dir sagt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du bekommst Frieden und Liebe und ein Leuchten in dir, wie ein Samenkorn, was in dir entsteht, was dich innerlich zum Leuchten bringt. Heute kann der Tag deiner Entscheidung sein. Wählst du die blaue Pille oder wählst du die rote Pille?